Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten. Heute geht es ein bisschen weiter mit unserem Server, den wir von HK Hosting bekommen haben. Und zwar wollen wir ein bisschen mehr Security reinbringen. Zunächst einmal mittels Strict Transport Security. Manche von euch haben das vielleicht sogar schon drin. Ich habe das schon in meinen Videos drin gehabt, glaube ich. Aber ja, kann sein, dass es untergegangen ist. Ich möchte dem jetzt auf jeden Fall nochmal ein eigenes Video widmen. Aber als allererstes, es ist enorm wichtig, dass ihr zu diesem Video HTTPS auf eurer Webseite habt. Und zwar überall. Denn ansonsten kann es passieren, dass eure Webseite nicht mehr aufgerufen werden kann. Das ist das allererste, was ich ganz, ganz wichtig sagen muss. Wenn ihr das jetzt nicht gerade verstanden habt, was ich gesagt habe, dann schaut euch zuerst meine anderen Videos in der Playlist an und macht das danach. So, was ist Strict Transport Security oder HTTP Strict Transport Security, HSTS? Das ist dazu da, dass man, wenn die Webseite über HTTP aufgerufen wird, dann wird dem Benutzer eine Nachricht übermittelt. Die steht im Header von eurer Webseite drin und da steht dann drin, hey, diese Webseite kann nicht über HTTP aufgerufen werden. Benutze doch bitte HTTPS. Und genau dieses Ding wird auch als Cookie im Speicher von eurem, von dem Browser, von dem Zugreifer gespeichert. Das heißt, wenn ich auf meine Webseite gehe, sagen wir mal, ich trage das jetzt bei meiner Webseite ein und ich gehe danach auf meine Webseite. Dann habe ich einen Cookie, the-morpheus.de, kann nur mit HTTPS aufgerufen werden. Und zwar bleibt dieser Cookie dann circa ein Jahr in meinem Speicher, dann löscht er sich, weil er abgelaufen ist. Aber jedes Mal, wenn ich die Webseite aufrufe, wird der Cookie natürlich erneuert. Ja, und das ist jetzt natürlich ziemlich geil, aber es ist auch gefährlich, denn wenn ihr irgendwann mal kein HTTPS auf eurer Webseite habt, sprich ihr habt irgendwann mal, eure Zertifikate sind ausgelaufen, ihr habt aus Versehen kein HTTPS, dann weigert sich der Browser von eurem, von dem Benutzer auf diese Webseite überhaupt zuzugreifen, dann geht gar nichts. Das heißt, der kann nicht zugreifen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das wisst und versteht. Ja, und was jetzt hier gerade, oder was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen diesen Header hier in der Nginx-Konfiguration einstellen. Und das machen wir ganz einfach mit add-header-strict-transport-security. So, und jetzt können wir hier eintragen, wie lange der Cookie bleiben soll. Wie gesagt, ich benutze jetzt hier einfach ein Jahr. Das wäre diese Zahl hier. Danach ein Semikolon und wir wollen alle Subdomains auch benutzen. Das heißt, include Subdomains. So, und danach einfach Anführungsstriche zu Ende. Ihr seht, wo sie aufhören und dann ein Semikolon. Perfekt, das ist alles, was ihr braucht. Wie gesagt, vorsichtig damit sein, denn ja, ich habe es 100.000 Mal jetzt schon gesagt. So, dieses Add-Header Strict Transport Security, wenn ihr mehrere Server hier habt, das heißt, ihr könnt natürlich mehrere von diesen Servern haben, dann habt ihr, ja, nicht nur müsst ihr das jedes Mal neu reinschreiben in diese Serverklammer oder halt in diesen Serverbereich, sobald ein Add-Header drin vorkommt. Ansonsten wird das geerbt, das heißt, es wird automatisch dann übernommen. Also wenn ein Add-Header drin vorkommt, muss auch diese Strict Transport Security drin sein, ansonsten nicht. Jetzt nochmal, warum ist diese Methode hier nicht perfekt? Achso, achtet darauf, wenn ihr das jetzt eingetragen habt, dass ihr dann Service Nginx Restart, das sollte eigentlich für euch Standard sein, wenn ihr was an der Konfiguration ändert. Aber warum ist dieser Service oder dieser Header jetzt trotzdem keine perfekte Sicherheitseinstellung? Naja, es gibt folgende Szenarien, oder warum ist dieses Ding überhaupt gut? Folgendes Szenario, jemand greift auf eure Webseite zu und dazwischen befindet sich ein Man-in-the-Middle-Angreifer. Das haben wir auf meinem Kanal auch schon gehabt und ja, wir haben da auch schon selber eben genau das gemacht. Der ersetzt dann wiederum eure Webseite mit http://the-morpheus.de, indem er euren DNS-Cache verändert. Ist jetzt nicht so wichtig, wie das funktioniert, aber haben wir auch schon behandelt hier auf meinem Kanal. So. Und was jetzt passiert ist, jemand greift auf eure Webseite zu, aber statt dass er eure Webseite aufgreift, landet er bei der gefälschten Webseite vom Angreifer. Und genau da greift eben dieser Cookie, denn wenn das Ding HTTP hat, dann sagt er, nö, da greife ich nicht drauf zu, das bleibt so. Und dann verweigert er sozusagen überhaupt die Verbindung mit dem Angreifer, was natürlich gut ist. Aber wenn jemand seinen
anonymen Modus benutzt im Browserfenster oder aber wenn er, sagen wir mal, den Browser-Cache löscht oder sein Betriebssystem neu installiert oder, dann hat er diesen Cookie natürlich nicht und in der Zeit ist er natürlich angreifbar. Oder wenn der Cookie hier ausläuft, dann ist er auch angreifbar. Aber in den meisten Fällen funktioniert das tatsächlich, dass dann wirklich HTTPS erzwungen wird. Das ist sozusagen wie HTTPS Everywhere für eure Webseite und jeder, der auf eure Webseite zugreift, wird dazu gezwungen. Ja, das von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nächstes Mal machen wir noch ein bisschen weiter mit den Headern und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.